Da sind wir ja schon. Drücke WASD, um zu laufen, und bewege die Maus, um dich umzusehen. Wir spielen Craven Manor. Ich wollte das... Es kam jetzt auf Steam raus und ich wollte es echt schon vor einem Jahr oder so let's playen und komme jetzt erst dazu. Es sieht richtig gut aus. Es sieht richtig gut aus und es soll angeblich ein kurzes Spiel sein. Und weil ich gerade auf ein anderes Spiel warte, das jetzt in diesem Monat irgendwann erscheinen wird, habe ich mir gedacht, passt das jetzt gerade im Moment ganz gut zur Überbrückung, obwohl das Spiel ja echt gut sein soll. Also eigentlich ist zur Überbrückung echt fies gesagt. Also Entschuldigung, Spiel, drücke E oder die linke Maustaste, um Gegenstände zu untersuchen, über denen eine Lupe erscheint. Ich weiß so gut wie nichts. Ich weiß wirklich so gut wie nichts, aber ich weiß, dass hier vorne so, ein schweres Bronze-Ornament, in das die Buchstaben KM eingraviert sind. Wir wissen ja, wofür KM steht. Notizen von William Craven. Anfangs bedauerte ich, dass die Rituale von Oktober Fehlschläge waren. Jedoch Monate später kehrte ich meinen Rücken einer Statue zu, die ich für hohl und tot gehalten hatte und deren Geist darin machte sich selbst bemerkbar. Achso, das war's. Ah, okay. Ah, das ist ein bisschen wie Amnesia oder Amnesia. Ich glaube, ich spreche das, ich möchte das richtig aussprechen, aber spreche es, glaube ich, falsch aus. Diese Figur da oben sieht mir so aus, als würde sie entweder verschwinden, wenn ich ihr zu nahe komme. Oder sie, also irgendwas passiert auf jeden Fall. Vor allem, wieso steht die da? Hier sind Türen. Ich muss mir echt erstmal einen Überblick verschaffen, weil ich kenne dieses Spiel nicht. Das sieht wie der Angelpunkt. Das sieht wie der Angelpunkt für einen fehlenden Hebel. Das sieht aus wie der Angelpunkt wie. Ja, okay, komm, weißt du Bescheid. In der einen Ecke des Feldes befindet sich ein verziertes Schlüsselloch und Strom ist hier nicht so wirklich, ne? Boah, das sieht aber auch geil aus da oben. Okay. Dafür brauchen wir einen Schlüssel und hierfür. Komme ich gerade nicht wirklich dran, okay. Oh, ein Häschen. Ein Riesenkaninchen. Du bist noch da oben? Das ist gut. Hier haben wir noch eine Notiz. Entschuldigung, ein bedrohlich klingendes Memo von William Craven, adressiert an einen Unternehmer. Betrefft, Gebäude müssen exakt nach Angabe gebaut werden. Das da vorne hat mich gerade super krass irritiert. Jetzt, was ist hier mit dem Büchern? Was haben wir hier? Diese Öffnung sieht aus, als könnte man ein rundes Objekt darin unterbringen. Eventuell das verzierte KM da vorne. Das war doch rund, oder? Antike Bücher. Bücher zu esoterischen Themen wie Nethermanie, Elementen und Alchemie. Die Alchemisten sind hier auch vertreten. Ich wusste es doch. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. So. Also ihr seht schon, ich bin wirklich völlig uninformiert, halt so wie immer. Im Moment gruselt es mich auch noch nicht wirklich. Dann gehen wir gleich rein. Ah, hier kann ich noch was machen? Ja, ja, komm. Staubige Bücher. Wege des Adezimierens. Die Kastaldi von, oh Gott, die Kastaldi von Craven Manor und andere seltsame Bücher liegen hier in diesen Regalen. Ich muss nach oben gehen, ich kann einfach nicht anders. Ich muss es tun. Hallo Kollege, wie geht es dir? Ach guck mal, du stehst ja hier. Du, ich dachte schon. Ich habe dir Unrecht getan. Eine furchterregende Bronzestatue steht auf einem Podest. Ja. So furchterregend fand ich die jetzt gar nicht. Jetzt dachte ich schon. Also das wäre wirklich fies gewesen. Na gut. Was soll... Hä? Bin ich gerade blind? Nee. Was ist denn da? Ja, ich guck mal ganz kurz, ob ich das Runde vielleicht abnehmen kann. Nein, kann ich nicht.
Okay, ich werde dann jetzt mal... Guck mal, das geht auch dahin. Hier rein... Ja. Hier reingehen. Wow. Es sieht sehr beeindruckend aus. Ich mag das Bild da oben. Gesammelte Werke von Heinrich Cornelius Agrippa. Auf jeden, der nicht wahrhaftig mit Phantasmen prahlend angeblich angibt, Wunder vollbringen zu können, wartet die Qualen des ewigen Feuers. Heute ist ja schon wieder, das ist schon wieder der Hammer. Ich kann wieder nicht lesen. Also das war jetzt wohl grafisch, also das war jetzt wohl ein Grafikfehler, das sah mir aus, als hätte der Stuhl sich langsam aufgebaut. Okay. Ablehnen gegenüber der Musik der Sphären, da die Bewegung astronomischer Körper unfähig ist, Ton zu erzeugen. Ich gehe hier das Areal mal grob ab. Habe ich denn eine? Ja, habe ich. Hier haben wir das auch wieder, dieses Kamin. Die Wärme reicht nicht weit in diesen kalten Raum hinein und ist weniger tröstlich. Angeblich ist dieses Haus verlassen. Jedoch hat irgendwas das Feuer angemacht. Und ich sollte hier eigentlich nicht so rumlungern. Ein Zeitungsartikel, der von dem Verschwinden der Jugendlichen Marjorie Hedgepeth berichtet. Hedgepeth. Ich kann das TH nicht aussprechen, das ist ganz furchtbar bei mir. Nennen wir sie Hedgepeth. Hedgepeth. Soll hier rein, oder? Paradise Lost. Das Epos handelt von einem biblischen Mythos vom Sündenfall. Und überall haben wir hier, das sieht mir aus wie so Speiseaufzüge. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, ich gehe mal nach oben. Ja, das hat sich gerade erledigt. Ich muss hier durch. Nehmt ihr denn noch auf? Ich habe in letzter Zeit immer so parasiert, dass er auch, dass er die Aufnahme verkackt. Ich weiß nicht warum. Ah, ich dachte, ich könnte mich jetzt hier durch. Kann ich mich denn ducken? Nein, kann ich nicht. Drücke E oder die linke Maustaste, um Gegenstände aufzuheben, fallen zu lassen oder zu manipulieren, wenn das Handsymbol erscheint. Herstellung einer klaren Grenze zwischen wahrer Zauberei und bloßer Illusion mental erkrankter Frauen. What? Okay, hier erscheint dann jetzt wohl das Handsymbol. Ja. Ich habe das Modell eines Weinkellers gefunden. Es passt zu dem Modell, das ich in der Eingangshalle gesehen habe. Es gab in der Eingangshalle ein Modell. Oh, J. Also zurück zur Eingangshalle. Was ist denn jetzt hier los? Papier. Boah, ich muss mir einmal... Ei, das sieht schon geil aus. Kurz das Foto hier angucken. Boah, ich liebe sowas. Ich liebe sowas in Spielen. Wirklich, total. Und ich... Also ich hasse sie und ich liebe sie, muss ich sagen. Oh Gott, ich muss sie weg. Solche Bilder, weil einerseits sind die natürlich super gruselig und andererseits sind die einfach so super faszinierend. Es ist so laut auf mein Ohr. Das war klar. Die Figur ist weg. Und es ist irgendwie dunkel. Bringe die Raum... Bringe die Raummodelle zum Tisch. Wenn du... Okay, alles klar. Bringe weitere Raummodelle zum Tisch, um das Anwesen weiter zu erkunden. Klicke und ziehe in den Raum, um ihn... Hat er das jetzt... Oh, das ist ein Schlüssel. Wollte ich nicht nehmen? Ah, hier. Um ihn drehe den Raum, während du ihn ziehst. Ah, okay, ich soll... Der Weinkeller, alles klar. Weinkeller. Ich bin wirklich planlos. Wo könnte denn der Weinkeller hin? Hier? Nein. Okay, ich muss den also positionieren, den Weinkeller.
Ich kann gar nicht so viel erkennen gerade. Weil. Ja, und genau da sollte er auch hin. Weißt du Bescheid, Spiel? So, kann ich den Schlüssel nehmen? Kann ich nicht nehmen. Okay, eh beenden. Jetzt kann ich den Schlüssel aber nehmen. Okay, ein Schlüssel. Warte mal, wir müssen hier nach... wie war... Kein Problem. Da können wir... Ah, okay, so rum ist das. Ich darf doch mal... Nein, darf ich nicht. Okay. Dann ist das richtig. Dann müssen wir jetzt den Schlüssel nehmen. Hier, oder? Ah, super. In der einen Ecke des Feldes. Okay, alles klar, schon wieder weg. Dem Getriebe scheint ein wichtiges Stück zu fehlen. Jetzt muss ich das auch noch machen. Okay, aber theoretisch... Warte mal. Als ich wieder auf die Beine kam, war das Glas um den Modelltisch zersprungen. Wer oder was es auch zerbrach. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das herausfinden will. Als ich das... Meine Stimme versagt gerade. Als ich das Raummodell an den Modelltisch trug, flog es mir aus den Händen und positionierte sich von selbst darauf. Ganz so, als würde es dorthin gehören. Dann hörte ich Steine gegeneinander schlagen. Wenn ich mich recht entsinne, befand sich dort vorher das Modell einer Bibliothek. Jetzt fehlt es. J. Das heißt, ich kann da... Okay, ich kann da gar nicht mehr rein. Hier ist Blut. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem aufgefallen ist, aber hier liegt wirklich Blut. Und da oben war ich auch noch nicht. Kann ich mir das hier nochmal angucken? Ja. So. Kann ich das nochmal nehmen? Ich kann es tatsächlich nochmal nehmen. Ich kann es jetzt aber nirgendwo anders hinstellen. Naja, ein bisschen weiter runter kann ich stellen. Das heißt, jetzt wäre es vorne rechts. Also ich, das ist ja... Nee, warte mal, hier ist die Treppe. Hier ist die Treppe, hier ist der Tisch, hier ist der... Jetzt bin ich gerade sehr verwirrt. Hier ist ein großes Fenster. Ah! Kann ich nicht ranzoomen? So, kein Problem. Ich warte, ich mache, ich weiß genau, was ich tue. Ich weiß nicht, was ich tue gerade. So, da oben ist die Treppe, okay. Da war die Treppe. Das heißt, ich müsste da rechts. Ja. Genau, da kann ich ja. Aber ich muss sowieso für das, für die eine Tür. Für die eine Tür brauche ich doch noch ein Zahnrad und einen Hebel, ne? Das heißt, eigentlich muss ich das doch jetzt holen. Ich bin verwirrt, wirklich, gerade sehr. Mann, warum erkundige ich mich auch nie bei solchen Spielen? Gehen wir mal nach oben. Da ist wieder das interessante Bild. Aha. Das heißt, hier müsste jetzt dieser eine Raum sein. Der Weinkeller. Wo ich eigentlich gar nicht rein möchte, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, ich kann jetzt aber auch gar nicht in diesen Raum hier rein. Okay. Okay, ich habe das Prinzip irgendwie verstanden. Wieso ich die Räume aber so schieben kann, wie ich lustig bin, verstehe ich nicht. Eine Erinnerung an alle Craven-Metallwerkarbeiter. Diebe und Faulenzer werden von Lord Craven bestraft und erhalten keinen Lohn während dieser Zeit. Ich bin kein Dieb. Ich möchte nur ein Zahnrad stehlen. Oh. Von nahem betrachtet scheint etwas dutzende kleine Kratzer in das Bild gemacht zu haben. Ich kann das aber auch nicht bewegen, ne? Ich muss darauf achten, ob hier irgendwo etwas blinkt. Blaupause. Die Pläne der Blaupause sind William Craven zugeordnet. Die Architektur spiegelt sowohl penibel genaue Details als auch äußerst merkwürdige Bauelemente wider. Und hier ist eine Flasche. Jetzt nicht mehr. So, Gläser, Blaupause, damit kann ich nichts machen. Ich kann auch keine Schubladen öffnen. Hier haben wir auch nichts. Fotografie.
Dieses Foto ist Craven Metallwerk 1857 betitelt und zeigt einen ernsten, gut angezogenen Mann in seinen 40ern bei der Eröffnungsfeier einer Fabrik. Also mit viel Fantasie können wir das auch erkennen. Hallo? Hallo? Oh! Ja, wer war das denn? War das nicht diese seltsame Figur? Ich will nur ein Zahnrad. Es ist immer schön, dass man dann natürlich hingehen muss. Nein, ich bin gar nicht nervös. Aber wir spielen das lustig durch. Haha! Lalalala. Blut. Ist an sich nichts Ungewöhnliches. Hat jeder, ja, bei Blut im Körper. Ich wollte schon einmal für Spannung sorgen. Ja, was ist denn los hier? Hallo. Get out! Ja. Nee, ich spiele das Spiel ja. Wieso soll ich denn... weggehen? Ja, ich benötige hier aber was, du Alter. Affenkopf. Willst du mich verarschen? Ach, scheiße. Fies! Also, die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Wir laufen daher, das Licht gibt wieder aus, die Figur steht neben uns, hinter uns, vor uns, unter dem was um, dann steht die dann wieder vor uns und dann kommt Blut und dann können wir irgendwann hier durch. Yeah! Drücke und halte! Wie? Warum? Wie? Wie? Hä? Wie? Was war das denn jetzt? Okay. J. Hä? Moment mal, kann ich über ein Spiel draufgehen? Das ist nämlich doof. Ich sah etwas im Schatten lauern. Es versteckt sich vor dem Licht. Ich bin mir nicht sicher, was es war, aber ich hoffe, ich sehe es nie wieder. Ich bin auf ein weiteres Raummodell gestoßen. Es scheint ein Schlafzimmer zu sein. Da zittert das Modell schon. Okay, jetzt kann ich hier wieder durch. Ja. Hau rein. Hau rein, ich bin mal kurz weg. Aber guck mal, das ist hier wieder schön hell, ne? Okay, du weißt uns also den Weg. Das ist natürlich schon mal gut. Und weiter geht's. Schlafzimmer. Schlafzimmer sind für mich einfach mal nicht da, sondern... ich mach's mal hier hin. Also Schlafzimmer... machen wir hier hin. So! Na dann. Kein Schlüssel, nichts, ne? Okay. Ach, hier soll ich hin? Ich dachte nach oben. Ja. Was war das denn jetzt? Ich habe jetzt den Übergang mal gar nicht gecheckt irgendwie, oh Gott. So. Bioshock. So ein bisschen ist es ja hier wie in Bioshock, ne? Wow! Ist der Mr. Craven Manor, Dings da, Mr. Craven meine ich. Mr. Craven Manor. Okay, Schlafzimmer. Das heißt, wir werden hier sicherlich erwartet. Gerade nicht. Warte, ich guck noch einmal hier rein. Da kann ich nicht rein, okay. Schlafzimmer.